Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge RTL Biathlon mit der Lena. Wir sind jetzt in der Europameisterschaft oder bei der Europameisterschaft in Martel in Italien und wir müssen gucken, ob wir da ebenfalls so dominant sind wie im Europacup. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wir hatten das letzte Mal Schießtraining beim zweiten Rennen. Das heißt, jetzt gibt es kein Schießtraining. Ich hatte ja gesagt, einer wollte, dass ich Schießtraining mache, der andere wollte nicht, dass ich Schießtraining mache. Deswegen machen wir jetzt erstmal jedes zweite Schießtraining. Okay, minus 8 Grad, das ist in Ordnung. Also erstmal kein Schießtraining. Wir machen wie immer 20 Punkte hier und auf die anderen alle 10. Und dann denke ich, passt das so. Okay, und ich würde sagen, wir starten. Mal wieder ein perfekter Start. So, erstmal gucken wir uns ein bisschen die Strecke an. Ah, da geht schon mal einen schönen Berg hoch, einen schönen Anstieg. Weiß gar nicht, ob es möglich ist, zweimal den Bergspezialisten direkt nacheinander zu nehmen. Da könnte man diesen Anstieg ja fast komplett in einem Rutsch durchmarschieren und würde wahrscheinlich extrem viel Zeit sparen. Jetzt gucken wir, geht es dort runter? Schaut so aus. Das heißt, da können wir vielleicht sogar sprinten. Und die Zeit. Oh, wir sind gut dabei. Wir haben bloß 1,6 Sekunden Rückstand. Das ist vollkommen in Ordnung. Gucken, wie es bei der zweiten Zeitnahme dann aussieht, ob wir halbwegs mithalten können. Ansonsten kommen wir natürlich hier in erster Linie übers Schießen. Und jetzt hat sich das Licht gerade schon wieder geändert, obwohl ich hier das blöde Ding schon längst hingelegt habe. Ach Mann. So. Meine Güte. Das Licht mobbt mich wirklich. So, das heißt, wir haben wahrscheinlich wieder ein bisschen Zeit verloren. Das mache ich alles komplett mit Absicht, weil ich es für euch ein bisschen spannender machen möchte. So, gemütlich runterfahren. Bloß nicht an die unsichtbaren Ecken kommen. Die sind wirklich gemein. So, und wir sind mal wieder beim Liegenschießen. Letzte Folge sind wir ja komplett fehlerfrei geblieben, man soll es ja nicht verschreien. Der letzte war echt knapp. Da würde ich echt mal gerne das Schießblatt angucken. So, und wir sind 24 Hundertstel vor der Strafrunde. Da bin ich gespannt, wie es bis zur nächsten Zwischenzeit aussieht. So, jetzt geht es hier diesen riesen Berg hoch. Da muss ich mir echt überlegen, ob ich mir vielleicht für die dritte Runde aufspare und dann beide das einfach mal zu testen. Ob man da beide Bergspezialisten nacheinander einsetzen kann, das wäre natürlich echt praktisch. Hier ganz schön ab. So, ja, wir haben einen ordentlichen Vorsprung, 12 Sekunden. Aber man muss jetzt mal wirklich bedenken, wenn wir jetzt die Strafrunde, also wenn die Gegner jetzt die Strafrunde nicht hätten, wäre das hier echt knapp. Also es ist nicht mehr ganz so schlimm wie jetzt im Junioren Cup, das wäre auch schlimm. Geh weg, geh weg. Ja, die sprinten wieder. Können wir auch. Das müssen wir uns natürlich nicht gefallen lassen, uns sogar sprinten zu lassen.
So, stehen schießen. Gucken wir mal. Das war mal ein gutes Schießen. Das war sogar mal ein bisschen schneller als sonst. Wir haben jetzt hier, boah, 20 Sekunden Vorsprung. Wahnsinn. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Mit dem Berg. Ich glaube, das war gerade eine Ecke. Eine unsichtbare. Ah, schöne Flagge dort vorne. Genau, und gleich nochmal hinterher. Na super. Jetzt konnte ich nicht sprinten. Das ist ja doof. Naja, da haben wir also halt mal ein bisschen im roten Bereich. 33,2. Schade, dass hier nicht sowas wie Windschatten simuliert wird. Das wäre ja auch nochmal was, aber ich glaube, das war damals noch viel zu komplex für solche Spiele. Obwohl, bei Autorennen ging das doch auch schon. Ach komm, wir hauen mal ein bisschen Energie raus. Wir haben es ja. Voller Geschwindigkeit ins Ziel. Super. Ich denke, wir könnten ganz knapp Gold geholt haben. Sekunden Vorsprung. Und wahrscheinlich wird es jetzt gleich in die Verfolgung gehen und da könnten wir so eine ganz leichte Favoritenrolle schon einnehmen. Okay, wir waren hier auf der Strecke selbst schon mal schneller. Dann haben wir wahrscheinlich einen Bergspezialisten zweimal. Ich weiß es nicht. Egal. Wir haben den ersten Platz in der Weltmeisterschaft der Europameisterschaft. Gratulation, Spiel. Und wir gehen gleich weiter und gehen jetzt... Nein, wir gehen jetzt zum Einzelwettkampf. Das heißt, die Verfolgung scheint hier dann auf den Einzelwettkampf aufzubauen. Normalerweise baut ja die Verfolgung immer auf den Sprint auf. Und die Abstände, die aus dem Ergebnis im Sprint halt rausgekommen sind, die werden halt direkt umgerechnet. 1:1. Und das heißt, wenn jetzt Läuferin A 20 Sekunden vor Läuferin B im Sprint ins Ziel gekommen ist, startet die dann auch in der Verfolgung 20 Sekunden vor Läuferin B. Beim Einzelwettkampf wird das, glaube ich, halbiert. Also ich habe das bisher, glaube ich, auch nur ein oder zweimal gesehen. Weil beim Einzelwettkampf gibt es ja Strafminuten und keine Strafrunden. Und da wäre das blöd, wenn man dann den kompletten Abstand laufen lässt, weil die Abstände dann viel zu groß werden und da werden die Abstände, glaube ich, halbiert. Das heißt, wenn Läuferin A 1 Minute 10 vor Läuferin B ins Ziel gekommen ist im Einzelwettkampf, würde sie in der Verfolgung dann, jetzt lass mich rechnen, 35 Sekunden Vorsprung noch haben. Okay, lange geredet. Wir können jetzt wieder Schießtraining machen und erreichen Sie 20 Punkte bei anfänglichem Zeitlimit von 30 Sekunden. Die Zeit wird nicht reichen. Okay. Das wird also wieder so ein ewig langes Schießen. Ich glaube, hier war ich gar nicht so gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte brauchen wir? 20? Wir brauchen blau.
Super, wir haben es genau geschafft auf die Sekunde. Ich sehe wahrscheinlich auch ziemlich immer angestrengt aus beim Schießen. Aber das macht es doch für euch lustiger. Okay. Ich denke, so kann man das machen. Wie immer, wenn wir 100 Punkte haben, machen wir immer 40, 10 und 2 mal 25. Okay. Und dann geht's in den Einzelwettkampf. Ein perfekter Start. So, jetzt müsste die Strecke ein bisschen... Nee, die sieht genauso aus. Ist das die gleiche oder... Nee. Wir sind ja vor uns im Sprint links den Berg hochgefahren. Jetzt geht's hier rechts rum. Ich glaube, die Strecke ist ein bisschen länger, dürfte die sein. Müsste, also wenn es normal ist. Der Einzelwettkampf ist ja normalerweise immer länger. Ich glaube, bei den Damen 15 Kilometer, während der Sprint nur 7,5 Kilometer ist. Oh, und hier liegt man deutlich zurück. Hier liegt man echt richtig zurück. 3,8 Sekunden schon bei der ersten Zwischenzeit. Das ist natürlich heftig. Ich bin dann echt gespannt, wenn wir in den Weltcup kommen, wie konkurrenzfähig wir da überhaupt am Anfang sind. Vielleicht machen wir hier auch einen riesigen Fehler und wir hätten weiterhin Schießtraining machen sollen. Aber macht es dann umso spannender, wenn wir vielleicht nicht in der ersten Weltcup-Saison gleich wieder alles gewinnen, sondern uns erstmal ein bisschen hocharbeiten müssen. Da hinten ist dann wieder die Abfahrt, das heißt, wir können gleich ein bisschen sprinten. Wenn wir dürfen. Nein, wir dürfen nicht. Das heißt, wir gehen einfach so ein bisschen... Und gehen in die Stefan-Hocke. Oh, jetzt haben wir 5,8 Sekunden. Wow. Blödes... Also, das mit dem Licht ist echt... Ich habe eigentlich schon was davor gelegt, aber das wird immer weggeschoben. Ich muss mir da mal was Besseres einfallen lassen. Also, um das so euch mal zu erklären, ich komme mit dem Kabel immer über die Tastfläche von dem Modus, von dem verschiedenen. Und die Lampe hat drei verschiedene Modi. Neutrales Weiß, Warmweiß und Kaltweiß. Und mit Warmweiß spielt sich es wirklich am besten, weil es blendet halt nicht so krass in den Augen. Und wenn ich auf diesem, wenn ich immer mit dem Kabel von der Maus auf dieses, ach, blöde Ecke, auf die Tastfläche komme, dann ändert sich das immer und das geht immer schön hin und her. Jetzt haben wir wieder kalt. Jetzt haben wir neutral. Muss ich mal was ordentliches drauflegen. Vielleicht jetzt. Und dann natürlich nochmal den Modus ändern und mal und hoffen, dass es diesmal geht. Also ich glaube, ich schreibe irgendwann mal ein Buch drüber. Lena und das Lichtproblem. So, jetzt mal wieder zum Rennen zurück. Wir haben 8 Sekunden Vorsprung. Wir kommen jetzt hier in den Anstieg und ich denke, hier könnte man dann vielleicht ein bisschen Bergspezialisten am Ende nehmen. Ich weiß nicht, wie lange der uns bleibt. Gehen jetzt hier mal so richtig drüber. Oh, kraftkritisch. Aber wir haben eine lange Abfahrt. Na gut, obwohl so lang ist die gar nicht. Und gehen gleich in den Sprint. Wir machen jetzt hier mal ein bisschen ordentlich Dampf. Wir haben immer viel zu viel Ausdauer übrig. Und gehen zum Stehenschießen. Alles zurechtrücken. Na,
Boah, der letzte war wieder mal gequetscht. Und jetzt kommt hier wieder die blöde Ecke. Da muss man immer fast vertikal dort rausfahren. So, und da geht's auf die letzte Runde. Und da war wieder die Ecke. Und Vorsicht, unsichtbare Ecke. Ja, auf jeden Fall scheint das mit dem Licht jetzt zu klappen. Ich habe mir einfach meine Federtasche schön draufgelegt auf das Mauskabel. Ja, ganz chillig. Das wird wieder ein überlegener Sieg. So, und jetzt hier hat man den Berg, wo wir uns ein kleines bisschen übernommen haben, deswegen wahrscheinlich ein bisschen später den Bergspezialisten nehmen. Vielleicht so, vielleicht ist es so wirklich besser. So, jetzt ist er weg. Aber es ist ja nicht ganz so weit. Ja, war diesmal deutlich besser. Diesmal hat man auch nicht die... Ey! Es fällt dir ein. Da haben wir natürlich jetzt ordentlich Zeit verloren durch diesen Rempler von der Kollegin. Jetzt dürfte es gleich ins Ziel wieder reingesprintet werden. Sehr schön. Verlieren kaum die Geschwindigkeit. Und ich würde sagen, wir gewinnen. Sieht ganz danach aus. Also. Und diesmal mit 41 Sekunden Vorsprung. Okay. Ja, waren auch schon mal schneller. Aber egal, wir sind auf jeden Fall wieder bei der Europameisterschaft. Haben wir schon wieder den ersten Platz in der Weltmeisterschaft geschafft. Das heißt, wir sind Weltmeisterin bei den Europameisterschaften. Okay. Finde ich gut. Wir haben wieder ein neues Limit. Also gehen wir mal. Ich gehe jetzt komplett auf Geschwindigkeit. Super. Und ich würde sagen, ich beende hier jetzt erstmal wieder die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, also übermorgen, zum Finale, zu den beiden finalen Rennen in der Europameisterschaft, bei der man Weltmeister werden kann. Und ich bedanke mich auf jeden Fall wieder, dass ihr zugeschaut habt, und ich freue mich, wenn ihr auch wieder in 2 Tagen dann dabei seid. Bis dahin!